Stopp, Freunde, bevor das Video beginnt, möchte ich euch auf jeden Fall noch etwas Wichtiges sagen. Und zwar haben einfach über 60%, die diesen Kanal hier aktiv schauen, immer noch kein Abo dagelassen. Falls du dazu gehörst, dann lass doch gerne ein Abo da. Und auch heute grüße ich natürlich wie in jedem Video einen aktiven Zuschauer. Und heute ist es der liebe Kratom. Danke für deinen netten Kommentar. Und falls auch du mal gegrüßt werden willst oder beim Fortnite-Kurzfilm dabei sein möchtest, dann abonniere jetzt diesen Kanal hier, aktiviere die Glocke und like das Video. Schaffen wir auf dieses Video jetzt 5500 Likes, das würde mich mega krass freuen. Ansonsten ist es auf jeden Fall noch wichtig, dass ihr einen netten Kommentar schreibt und auf jeden Fall meinem Discord-Server joint, der Link ist in der Beschreibung. Außerdem habe ich jetzt auch einen neuen Creator-Code, RealOrxy2.0. Benutzt ihn gerne im Item-Shop, falls ihr mich unterstützen möchtet, es würde mich mega krass freuen. Ach so, und Freunde, falls ihr Lust habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen, da heiße ich einfach RealOrxy. Außerdem ist ein exklusives Bild online, wo ich 3 Jahre alt war mit Babyface, es lohnt sich. Gönnt euch jetzt unbedingt das Video bis zum Schluss, wir sind bald einfach 100.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für den krassen Support, viel Spaß mit dem Video. Wie, das haben wir uns ausgedacht? Das stimmt doch alles. Natürlich stimmt das. Nein, das stimmt anscheinend nicht, weil es ihrem Vater gut geht. Wie, mein Vater geht's gut? Wo ist denn mein Vater? Wir konnten ihren Vater nicht finden. Ja, aber dann, das heißt doch nicht, dass er noch lebt, ey. Mir reicht's, ihr kommt jetzt gleich alle in Kinderheim. So, Kinder, kommt mit zum Waisenhaus. Ja, wir kommen ja schon, aber ich möchte da doch gar nicht hin, Mann. Ich vermisse Dad so sehr, ey. Ist er echt gestorben? Ich meine, die meinten doch, Dad ist gar nicht gestorben. Das kann doch einfach nicht sein, ey. Ich vermisse Dad so sehr, Mann. Du hast Papa vergessen, er ist tot. Dad ist tot, Mann. Aber das kann doch nicht sein, ey. Wir sind gerade begraben. Ohne uns, Mann, wir sind nicht mal auf seiner Beerdigung. Ich meine, er hat alles für uns gemacht und wir sind nicht mal bei seiner Beerdigung dabei. Ist egal, Mann. Vergiss es. Wir müssen ins Waisenhaus. Dort geben wir uns zumindest ein Essen. Ich vermisse Dad. Mann, wir schaffen das nicht. Oh Mann, ich vermisse Dad aber so sehr, ey. Was machen wir denn jetzt, so, ey? Kinder, wo bleibt ihr? Wir kommen ja schon, wir kommen ja schon. Oh Mann, wo sind wir hier überhaupt? Frau Doktorin, ist das das Waisenhaus? Sind Sie sich sicher? Ja, das ist euer neues Zuhause. Unser neues Zuhause, was? Hier sieht es total gruselig aus und... Ja, Vincent, bist du auch so sehr wie ich? Mir ist so kalt. Ist auch so kalt. Dann komm mit, komm mit. Hier ist es sicher, dass das hier das Waisenhaus ist, Frau Doktorin? Ja. Okay. Oh. So, meine Kinder, willkommen im Waisenhaus. Hallo, sind Sie der Waisenhausleiter? Ja, ich bin der Waisenhausleiter. Oh, okay. Frau Doktorin, ich glaube, wir sind... warte mal. Wo ist die Frau Doktorin hin? Wo ist sie hin, Kevin? Wo ist sie? Jetzt kann doch gar nicht sein. Bitte ein. Ja, natürlich. Schönen guten Tag. Mein Name ist Orxy. Wie heißen Sie? Schönen guten Tag. Mein Name ist... Ich habe keinen Namen. Ich heiße der Waisenhausleiter. Okay, Mr. Waisenhausleiter. Schönen Tag. Willkommen auf jeden Fall. Also, ich heiße und mich selber sehr willkommen. Was laber ich denn da überhaupt? So, meine Kinder, hinter euch könnt ihr euer Gepäck abstellen. Okay, okay. Sind hier viele andere Kinder auch noch? Oder sind wir die Einzigen? Hier sind ein paar andere Kinder. Okay, Herr Waisenhausleiter. Freut mir jetzt. Auch ein bisschen Angst, so wie ich, Bro? Ich sagte ja, ich bin einfach noch komplett müde, weil wir hatten einen Autounfall, Papa ist tot, ich kann nicht mehr, ich will einfach nur schlafen gehen. Oh Mann. Ich hab so Angst, kommt ey. Ihr! Ja, wir kommen ja schon mit. Sind Sie sich sicher, dass hier das Waisenhaus ist? Ich glaube, wir haben das irgendwie mit irgendeiner Psycho-Anstalt oder so verwechselt. Nein, das ist das Waisenhaus hier. Okay, ganz ruhig, alles gut. Ich zeig euch jetzt, wo ihr schläft. Oxy, ich will hier nicht sein. Ich will ja auch nicht sehen, aber der Typ hat gerade voll rumgeschrien. Lass ihn lieber hinterhergehen, okay? Komm mit. Wir einfach nur schlafen gehen. Wir kommen ja schon. Sind Sie sich sicher? Ja, wir kommen ja schon. Hier hoch oder wie? Oh Mann. Ja, genau, hier hoch. Mann, ich hab echt weg von der Tür. Oh, Kevin, komm schnell mit, Bro, bevor der ausrastet, Kevin, Mann. Komm mit. Ja, wir sind ja schon da, alles gut. Hier werdet ihr schlafen. Warte mal, wie viele Kinder sind hier denn bitte? Das sieht aus wie... Was, hier werden wir schlafen, oder wie? Sucht euch einen Platz aus. Ja, okay, ich schlaf direkt über Kevin, wenn das in Ordnung ist. Kevin, schläfst du hier unten? Ja, Mann, ich will einfach nur schlafen gehen, komm. Okay, okay, hier ist dann mein Platz. Die Mädchen müssen auf der anderen Seite schlafen. Okay, Herr Waisenhausleiter, was machen wir jetzt? Ihr packt jetzt eure Sachen hier aus, richtet hier alles ein und dann kommt ihr runter zum Klassenraum. Ich gebe euch 2 Minuten. Machen wir, Mr. Sir, machen wir. Kevin, Mann, wo sind wir hier bitte gelandet, Bro? Ich habe total Angst, Mann. Okay, hör zu, wir müssen hier... Meine Entscheidung steht fest. Wir müssen hier unbedingt raus, Mann. Wir sind hier in irgendeiner komischen Psychoanstalt, Mann. Das kann niemals ein Kinderheim sein. Ja, aber wie wollen wir das machen? Ich weiß auch nicht, wir müssen erstmal alles erkunden. Wir schauen erstmal, wie die anderen Kinder so drauf sind, weil bestimmt sind die hier fröhlich, weißt du? Die kommen das nur so vor, weil dein Papa ist gestorben, beziehungsweise unser Papa ist gestorben. Kevin, du kannst mir nicht sagen, dass ich mir das einbilde, Mann. Hier drin ist es kalt. Draußen sieht es total gruselig aus und der Mann macht mir total Angst, wenn ich ehrlich bin, Mann. Ja, mir auch. Mann, aber vielleicht ist ja hier schön, so weißt du. Wo sollen wir denn sonst hin? Okay, unsere ganze Familie. Hör zu. Wir packen jetzt kurz unsere Sachen hier hin. Okay, wir gehen jetzt einfach wieder raus und folgen. Vielleicht ist es ja wirklich gar nicht so schlimm, oder? Das kann ja echt sein. Vielleicht hast du ja recht, Kevin. Vielleicht ist es hier eigentlich ganz lieb und es war einfach nur der erste Eindruck, der falsch war, weißt du?
Genau, und der hat doch gesagt, wir sollen unten zum Unterricht, dort sind bestimmt andere Kinder. Ja, bestimmt, dann lass uns mal hinterher gehen. Sir Waisenhausleiter, wo ist der denn? Oh, der ist jetzt da. Ihr seid zu spät. Das waren doch gar keine 2 Minuten, das war bestimmt nur 1 Minute. Das war zu lang. Tut uns leid, das kommt nicht mehr vor. Folgt mir jetzt. Wir kommen ja schon mit. Kevin, Mann, ich hab total Angst, Bro, das kann doch nicht echt sein. Oh Mann, ja. Bitte nicht. Sucht euch einen Sitzplatz. Alles klar, machen wir. Schönen guten Tag wünsche ich euch allen. Hallo. Hallo. Hallo, wie heißt du? Ich bin Lukas. Hi Lukas, ich bin neu im Waisenhaus. Ich nehme mir da einen Platz, ja? Okay. Okay, Mann, oh Mann, warum reden die so komisch, Mann? Komm, Onksi, setz dich hin. Okay. Willst du dann neben mir? Perfekt. Ja, wir sitzen alle, Herr Lehrer. So, heute kommen wir zum Unterricht. Wie vergräbt man am besten eine Leiche? Warte mal, was hat der gerade gesagt? Luisa, hast du das gehört? Was ist das mit deinem Kinderheim? Ich will hier nicht sein. Ich will ja auch nicht sein, Mann. Herr Lehrer, sind Sie sich sicher, dass das die richtige Frage war? Das ist die richtige Frage. Also, als erstes verbrennt man die Leiche, nimmt die Asche und vergräbt sie. Hat jemand noch eine bessere Idee? Warte mal, was? Lehrer, ich weiß es. Sag deine Antwort. Lehrer, man macht es mit Salzsäure. Da geht's viel besser. Sehr gut, sehr gut. Grüne! Der Grüne da hinten! Warte, meint ihr mich? Ja? Meinen Sie mich? Der Grüne da hinten! Ja, meinen Sie mich? Du kommst jetzt vor und erzählst der Klasse, wie man am besten Blut aus dem Boden rauskriegt. Okay. Also ja, liebe Klasse, also wie das Ganze funktioniert, warten Sie. Was soll ich erzählen, Herr Waisenhausleiter? Den Boden kriegt! Wie man was aus dem Boden kriegt? Blut! Okay, also, liebe Klasse, das Ganze geht so, und zwar man nimmt ein Tuch und dann muss man halt so lange wischen, bis es weg ist. Setz dich wieder hin, setz dich wieder hin. Ja, okay, tut mir leid. Mann, was ist mit den ganzen Leuten hier los? Die sind alle so komisch drauf, die ganzen Kinder, und vor allem der Waisenhausleiter. Ich meine, der arme Kevin, Mann, der ist so ein Schisser, der hat sich bestimmt schon in die Hose reingepinkelt, Mann. Oh Mann. So, meine Kinder, gleich müsst ihr schlafen. Erstmal kriegt ihr jetzt eure Pillen. Hier, deine Pille. Wie Pillen? Was meint der Luisa? Kevin, deine Was sind das für Pillen? Wir werden die ganz bestimmt nicht nehmen. Entschuldigen Sie, Herr Waisenhausleiter. Was für Pillen sind das, wenn ich fragen darf? Beruhigungspillen. Nehmen Sie. Beruhigungspillen? Nein, ich will es nicht nehmen. Sind vielleicht deswegen die ganzen Leute hier so komisch drauf? Egal, danke schön. Ja, wir nehmen das ganz bestimmt nicht. Ja, alles gut. Oxy, ich hab Angst. Zu Luisa, wir werden das schaffen. Ja, ich werde dich beschützen. Und wir trinken auf gar keinen Fall die Pillen. Nimm sie gar auf gar keinen Fall zu dir, okay? So, Kinder, habt ihr alle eure Pillen genommen? Ja, natürlich. Alles runtergeschluckt. Es hat geklingelt. Geht alle auf eure Zimmer und schläft. Okay, wir gehen ja schon. Schneller! Ja. Die Pille war richtig lecker. Kevin, hast du die Pille ernsthaft genommen? Oh, okay, Luisa, kannst ruhig. Kevin hat die Pille genommen. Du hast sie nicht genommen. Wo ist sie? Ich hab sie eingesteckt. Okay. Versteck sie da drin, gib sie mir, dann steck ich sie bei mir rein, okay? Ich hier. Auf das Zimmer sollt ihr gehen, was macht ihr hier noch? Ja, natürlich, wir gehen ja schon. Entschuldigung. Ja, wir gehen ja schon. Okay, Luisa, wir müssen irgendwie Kevin gucken, was mit ihm passiert. Man, denkst du euch, das sind Beruhigungspillen oder sowas in der Art? Nein, bestimmt ist das was komplett anderes. Okay, komm mit. Perfekt. Warte, die schlafen ja schon alle. Kevin, bist du wach? Hallo, Kevin. Okay, Luisa, wir dürfen die Pillen auf gar keinen Fall nehmen, Mann. Anscheinend sind die Kinder dadurch irgendwie am Schlafen. Wir müssen hier irgendwie ausbrechen, okay? Aber wo sollen wir denn bitte abhauen? Ich weiß es auch nicht, aber irgendwas müssen wir machen. Hör zu, wir legen uns erstmal hin und in der Nacht probieren wir rauszugehen, ja? Ja, okay. Okay, komm. Dann, wir sehen uns später. Ich weck dich auf. Ich glaube, wir haben es jetzt mitten in der Nacht, Mann. Wir haben es bestimmt 3 Uhr. Schwester, nicht einschlafen. Bist du noch wach? Luisa, noch wach, hallo. Ja. Okay, perfekt, hör zu, wir haben es gerade 3 Uhr in der Nacht, wir müssen jetzt unbedingt ausbrechen. Kevin, jetzt wach doch endlich auf, Bro, ich bitte dich, Mann. Kevin, los. Kevin. Wir lassen ihn einfach hier. Was? Was redest du, Mann? Nur weil du ihn jetzt nicht so magst, du willst ihn mitnehmen, ehrlich, Luisa. Ich weiß, du magst Kevin nicht so, aber... Ja, er ist mein Bruder, Mann. Ich schaue nach dem Ausgang und du hältst Wache, wenn irgendwas ist, dann... Obwohl, komm mit, okay? Komm mit, ich freue mich nicht alleine. Ja. Wir beide gehen los. Okay, hör zu. Kevin, wir kommen wieder, ja, wir werden dich irgendwie befreien. Okay, hör zu, Luisa. Hier lang geht's raus. Wenn uns dieser Waisenhausleiter irgendwie sieht, dann sind wir tot. Das weißt du selber, Mann. Der ist so ein Psycho. Ja. Warte mal, was ist das hier? Sekretärin Gerta. Da durfte Kevin doch gar nicht rein. Ja, komm. Okay, komm, lass mal gucken, was da drin ist. hallo? Kannst du da sein? Der schläft da. Komm raus. Alles gut. Okay, hier geht's anscheinend nicht raus. Komm, Tür zu. Okay, hör zu. Hier oben vielleicht. Vielleicht finden wir hier oben irgendwie einen Ausgang. Komm mit. Ja.
Ganz leise sein. Hier muss doch irgendwo etwas sein, Mann. Nee, hier ist auch nichts, ey. Hier ist einfach gar nichts, Mann. Hier ist einfach nur Essen. Hier ist einfach nur Essen, Mann. Warte mal. Siehst du das gleiche, was ich sehe? Was ist das hier drin, bitte? Hä? Da war einfach eine Taschenlampe drin. Oh mein Gott, wir haben eine Taschenlampe. Warte. Denkst du, die funktioniert? Ich probier's aus, ja. Und? Die funktioniert klar und deutlich. Oh mein Gott. Perfekt, perfekt. Okay, also, wir können es ein bisschen besser sehen. Also hier ist nur ein Essraum, hier ist nichts drin. Wir müssen irgendwie aus dem Waisenhaus raus, Mann. Das ist hier voll creepy drin. Der einzige Ausweg könnte dann hier bei Sekretärin Greta sein oder bei Sekretärin Gerta. Wir müssen hier irgendwie den Schlüssel finden, um rauszukommen. Komm, ganz leise. Ja, ich mach die Taschenlampe aus. Ganz leise sein. Komm mit. Ganz ruhig. Er schleicht gerade, ganz ruhig, okay? Komm, das muss hier irgendwie ein Ausweg sein. Genau, schau überall nach, Mann. Auch ich muss doch. Warte mal. Ey, siehst du das? Das kann man hier öffnen, glaube ich. Komm, helf mir beim Drücken. Eins, zwei, drei. Warte mal. Dad, das bist du ja. Dad, du lebst ja. Was ist hier passiert, Mann? Ich hab euch so vermischt. Ja, ich bin so abgenudelt, aber ich kann nicht. Hier ist ein Gitter, Mann. Es ist richtig schrecklich. Wir müssen hier weg, aber seid leise, bevor er aufwacht. Dad, was ist bitte mit dir passiert, Mann? Wer hat das dir angetan, Mann? Wer war das? Mann, das ist eine lange Geschichte. Die haben mich einfach als Sklave hier. Und dich, Mann. Hör zu, Dad, wir werden nicht ausbrechen, ja? Wir kriegen das irgendwie hin. Wo ist der Schlüssel, Dad? Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Vielleicht bei ihm. Guckt mal. Danach, der hat bestimmt den Schlüssel. Aber seid nicht so laut. Gebt Acht auf euch. Machen wir. Okay, schau nach, wir durchsuchen ihn, ja? Da unten liegt der Schlüssel. Warte, ich nehme ihn. Oh mein Gott, da, ja. Ich hab ihn. Komm mit, ganz leise wieder weg. Dad, wir haben den Schlüssel. Ja, perfekt. Danke, wir müssen jetzt Kevin holen, Dad. Lass mich dich umarmen. Dad, ganz ruhig. Dad, hört zu, Mann, wir müssen Kevin holen, Mann. Sonst scheinen wir es hier niemals ausschaffen. Kevin müssen wir auch noch schnell holen. Aber der hat doch nicht die Tablette wohl genommen, oder? Was sind das überhaupt für Tabletten? Das ist gar nicht gut. Die Tabletten machen aus einem ein Psycho. Aber Dad, hast du doch irgendwie einen Gegengift oder so? Wir müssen ihn doch irgendwie retten. Ja, es gibt immer einen Gegengift. Alles gut. Du weißt ja, ich bin ja richtig gut in Medizin und ich habe ein Gegengift erfunden. Falls man so einen Moment auftreten sollte. Auf jeden Fall, nimm mal diese Pille. Hier, zack. Dankeschön. Und Dad, damit wacht er auf. Bist du dir sicher? Ja, die musst du ihm ganz tief in den Hals stecken. Okay, mach ich. Luisa, bleib du hier bei Dad. Ich geh zu Kevin. Ja, ich hol jetzt Kevin. Okay, na los, los. Okay. Na los, Kevin, Mann. Ich werde dich sowas von retten, Bro. Nimm diese Tablette hier. Luxi runter, Kevin. Na los. Na los. Okay, Kevin, geht's dir gut? Ist alles gut bei dir, Bro? Kevin, alles gut bei dir? Komm, lass uns einfach weg hier. Lass uns einfach weg. Komm schon, wir müssen weg hier. Wo ist denn Papa? Dad wurde hier irgendwie eingesperrt, Mann. Kevin, ich hab dich so lange nicht mehr gesehen. Komm, lass dich eben abnuten. Pass auf, da ist ein Verbrecher. Okay, nicht, dass er aufsteht. Komm schnell mit, meine Kinder. Wir müssen jetzt weg. Ja, wir müssen weg. Komm mit. Wir haben einen Ausgang gefunden. Jetzt im Ernst, hier ist ein Ausgang? Ja, ist ein Lüftungsschacht, stimmt. Okay. Dad, kriegt man den irgendwie auf? Ja, du weißt ja, ich bin stark, Mann. Ich schaff das schon. Und warte mal. Und zack. Warte mal. Das ist nicht richtig. Hör zu, Dad. Ich und Kevin helfen dir, ja? Auf drei. Eins, zwei, drei. Und los, drückte. Was macht ihr denn hier? Oh.